Freunde, wir haben hier natürlich heute eine unglaubliche Show. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, mein Freund seit Tag 1, dass wir gemeinsam eine Show abliefern dürfen. Ja! Ja! Oh mein Gott, es ist Martin! Gut ist er! Nein! Es ist Martin! Es ist Martin! Moderator von dem Ganzen, von der Teammate-Show, wird Steven Gätjen, was sie einfach unfassbar feiert. Großen Applaus! Lass es doch einfach endlich losgehen! Moin Leute, Time ist hier. Wir reagieren auf Sitz Vlog vom Eli Geller Cup. Bin zum neuen Vlog. Es ist 9 Uhr oder so. Ich treffe mich jetzt mit Eli und Co. Und dann fahren wir nach München zum Eli Geller Cup. Geht los mit Vlog. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Übrigens, Update. Meine Lippe. Ich glaube, das Ding hier unten, das wird so bleiben. Da heilt es langsam und da. Das hasse ich so doll, ne? Wenn du eine Verletzung im Mund hast, die schwillt einfach brutal an und dann bleibt das auch so. Und dann wird er sich in Zukunft immer wieder beißen. Ja, auch. Weiß ich, ob ich meine Farbe wieder bekomme. Ich bin jetzt am Hauptbahnhof. Kleiner Tipp, das Wichtigste für so eine 4-Stunden Zugfahrt oder 5 Stunden, holt euch Essen und Trinken für die Fahrt. Was ist mit ihm passiert? Er ist hingefallen. Er ist nachts irgendwie am Pool gelaufen, da war noch nass und dann ist er ausgerutscht und komplett hingefallen. Echt unlucky. Ich hab Vitamet mitgenommen ohne Ende, aber ich brauch noch was zu essen. Und ich hoffe, ich kann schlafen. Digga, ich komm hier rein, der Mann liest ein Buch, was ist denn jetzt los? Die Gesetze der Gewinner. Was ist denn jetzt los? Er hat nicht eine Seite gelesen. Hast du dir gleich zweimal das gleiche Buch gekauft? Das ist ein anderes irgendwie. Ja. Wir sind endlich da, Leute, der Vlog. Ihr werdet viele Gesichter sehen. Ganz Twitch Deutschland oder Twitch, ja. Ganzes Deutschland ist hier. Wird, denke ich mal, ganz lustig. Morgen das Turnier nehme ich euch mit. Und Afterparty gibt es natürlich auch noch. Darauf freue ich mich auch. Eidos ist hier, Fifi ist hier. Eidos schreibt mir die ganze Zeit, wo ich bin und was später geht. Junge, brutsch jetzt Eidos, du Arschloch. Ja, und ich bin auch unauffällig hier. Man erkennt mich nicht so gut. Und mit Kapuze. Also, ich habe die Kapuze aufgesetzt, damit man mich nicht so gut erkennt. Kari! Guten Abend! Was geht ab? Was geht los? Gehen wir in die Fabrik. Ich habe auch schon eben gesagt, Frauenfeld Comeback. Kommt auch da. Wo ist nämlich am Steuer? Eli, darf ich fahren? Warum? Ich bin bereit für den Eli Geller Cup morgen, habt ihr Bock? Eli ist auch da, Eli! Wir sind da. Ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Da bin ich, Leute, das bin ich! Kapitän! Bin ich das? Das heißt Audi Dom, Digga. Ich habe in meinen Stories, im Vlog, überall den Leuten, ich habe dem Taxifahrer, ich habe jedem Audi Dom gesagt. Warum tue ich da ein R mit rein? So ein Wichser. Irgendein Zuschauer hat das mal geschrieben, dass da noch ein R drin ist. Und dann dachte ich, das stimmt. Ich habe es einfach übernommen. Warum denn das? Was ist denn ein Drom? Audi Drom, das klingt doch auch scheiße, Mann. So eine Scheiße, Alter. Was soll ein Drom sein, Mann? Das bin ich? Yeah! Ich hoffe, ich habe diesmal keine langeimligen Trikots, Flo. Auch mal hier hingucken. Vita-Weltkühlschränke, richtig und richtig. Und jetzt kommt ein Gänsehaut-Moment. Digga, die Halle ist fucking geil. Die ist geschlossen. Da passen 6.500 Leute rein. Es ist hoch ansortiert. Das ist richtig, 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 richtig geil. Sowas gibt's in Hamburg nicht. Dann bist du irgendwie entweder kleiner, dann ist das so die Sporthalle, glaube ich, da, wo vielleicht ein Viertel so viel reinpassen. Oder dann bist du größer mit einer Multifunktionshalle, dann bist du direkt wieder in der Barclays Arena und die ist viel zu groß. Das ist perfekt für solche Events, wirklich. Das ist richtig krass. Das ist perfekt. Wieso hat das Hamburg nicht? Gibt es ein Hamburger Basketballteam oder irgendwas? Wo sind denn Hamburger Handballmannschaft? Wieso denn nicht? Warum ist das so? Wo spielen die Freezers? Das ist die Barclays, das ist viel zu groß. Aber es sind Sachen in Planung. Sowohl in der Barclays Arena, als auch, wenn alles klappt, wo es gut aussieht, im Volksparkstadion in Hamburg Events geplant. Aber ich darf nicht sagen, was. Das wird gut. Wie viel passen in die Barclays Arena rein? Das will ich jetzt mal wissen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich war da früher bei den Freezers, aber die gibt's ja nicht mehr. 15.000. Ja, guck mal, das ist dann gefühlt schon wieder dreifach so groß. Ja, nee, Digga, das kannst du nicht vergleichen. So 6.000 ist echt chillig. Nee, Digga, Barclays, what the fuck, Digga? Mit den Oberrängen, das ist ja voll größer nochmal. Guck mal, dass da oben noch überall Leute sitzen können. Die ist schon nochmal größer. So 6.000 ist perfekt. Ja, weißt du, was zu viele... Ja, Digga, was ist denn da los? Das ist nicht zu vergleichen. So 6.000 ist perfekt für sowas, wirklich. Wirklich. So eine geile Halle. Also, ich finde die so geil, was man da alles in Hamburg machen könnte. Gänsehaut. Ey, das wird ja... Das ist ja jetzt schon laut, wenn ich jetzt schon rede. Sag mal was. Eli! Eli! Und da... Ey, ich habe so geschrien, ne? Ich habe so geschrien. Aber sehen wir wahrscheinlich die Szene. Haben wir den einzigartigen Mark Eggers. Eli, da ist ein Vitabelt-Werbespot auf den Banden. Guck mal. Vitaminwater. Guck mal. Von uns, hä? Wie das haben wir halt entwickelt die letzten Tage, weil es hart... Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, wir sind froh, dass wir es jetzt hinbekommen haben.
wo wir hier RTL Plus im Hintergrund sehen. Abstimmung mal. Was findet ihr geiler? Ist jetzt eine, alle genau aufgepasst. Eure Meinung ist jetzt gefragt. Motze brauchen eine Abstimmung. Dieses Fußball-Event hätte man ja auch ähnlich übertragen können in einer normalen Fußballhalle. In einer Halle, ohne Live, ohne vielleicht dann Live-Publikum, vielleicht 400 Leute oder was weiß ich, was in eine Fußballhalle reinpassen, vielleicht 800, ja? Das Boxen, das Box-Event, hätten wir auch nicht in der Lanxess-Arena machen können. Das hätten wir ja auch so wie den ApoRed-Kampf machen können, in so einer Lagerhalle oder einem Boxstudio, wo auch nur 300 Leute reinpassen und nicht so groß. Was findet ihr geiler? Deutlich kleinere Events mit nur ein paar hundert Zuschauern und dafür auf Twitch? Oder völlig kranke Events, das Problem ist ja, Twitch gibt keine Gelder, oder völlig kranke Events mit RTL Plus oder Join mit von ProSieben. Was findet ihr wirklich geiler? Ist ja immer nur, ist ja jetzt ja nicht, ist ja jetzt nur für wirklich geile Events. Twitch und klein oder RTL Plus war jetzt ja kostenlos, Join ist ja auch immer kostenlos, dort kostenlos schauen. Das würde mich mal echt interessieren. Weil man könnte auch, weiß nicht, einen Boxenrückkampf machen auf Twitch, aber dann halt so 200, 300 Zuschauer. Aber so die ganze Pyro-Show, der Laserscheiß in der Lanxess-Arena, das ganze Einlaufen, die Stimmung, das ist nochmal, das ist halt irgendwie nochmal ein völlig anderes Level. Aber das geht halt nur mit anderen Plattformen, die auch Geld geben, weil Twitch leider keine Gelder dafür hat. 73% sagen RTL Plus oder Join und groß, 27% sagen auf Twitch ohne Live-Zuschauer. Okay, krass. Hätte ich mir auch gedacht. Willi kann es einfach nicht lassen. Es kommt so ein Trick, Hochflicker mit Hacke gleich. Ne? Keine einmal ein Duett. Das ist so magisch. Ja, was nicht. Zwischenbein. Das erinnert mich irgendwie an Kiss Cup. Die disrespecten Monte die ganze Zeit. Ich fuck die ganze Zeit alle Leute ab hier. Ich dachte gerade, ich kann mit Stylo anstoßen. Ich kann noch Kimmel anstoßen. Nee, mach ich nicht. Radler ist kein Alkohol. Ihr wisst nicht, wie meine Beine gerade zittern, dass ich nicht auf den Platz gehe und spiele. Man darf nicht, weil die Linien gerade gezogen wurden. Ich bin so sauer. Digga, stell mal vor, man wäre einfach nur zum Zugucken hier. Ja, scheiße. Naja, korrekt, spiel's mit, Bro. Der ist super sub. Na? Was geht? Na? Hey, na? Ja, du. Was ist denn jetzt los? Yes, es geht los. Juhi, da sind meine Jungs. Wir gehen jetzt ins Hotel, mal gucken, wer da schon alles ist. Eldin muss hier noch ein paar Sachen regeln und so. Wo kommen wir raus? Hallo, Hilfe! Eldin ist da, Leute. Eldin? Heute Club? Nein, morgen Debüt. Schwer. Debüt schwer. Aber wie? Aber du hast es vor, oder? Nein, wenn sich ergibt. Die richtige? Das wird sowieso nicht passieren. Doch. Tag 3,20 Quote. 4,80. Ali, was sagst du? Quote von ihm? Von ihm? Fünfer. Der macht das heute. Oh, ich. Alles geil. Oh, nee. Was geht dir ab? Was macht ihr wieder? PBXL, du hast in real life. Oh mein Gott. Oh, ist das unangenehm. Wie fies von denen. So eine Kacke. Ey, das, wo gehen wir essen? Okay, okay. Ich bin Leader. Wenn Eldos sagt, wir gehen zu Hans und Glück, dann gehen wir zu Hans und Glück, okay? Da kommt noch mehr an. Einmal Tom ist an. Oh, Donauwall, Donauwall, Donauwall. Ja, Snacks Man. Ich bin Bene und das ist mein 20. Drink. Big A. Hab doch gesagt, du Big A, what's up? What's up, phone slick? Hey, yo, was geht, man? Was geht, Big A. Tim Jamin und Ali. Schweizer. Was machst du morgen? Scheiß mal. Die Kinder haben eine 8-Stunden-Schicht in der Hotellobby eingenommen. Die haben 8 Stunden in der Hotellobby gewartet, weil alle YouTuber und alle Streamer in dem Hotel waren. 8 Stunden mit jedem ein Foto, mit jedem mehrere Unterschriften. Und jetzt haltet euch fest, am nächsten Morgen um 9 saßen die da wieder und haben jeden abgefangen für ein Foto und eine Unterschrift. Die haben eine zweifache 8-Stunden-Schicht hingelegt. Die haben 48 Stunden in der Hotellobby gechillt und mit jedem ein Foto gemacht. Stimmt, warum haben die keine Schule? Es ist Montag. Es ist Montag. Sind noch Sommerferien? Es ist Mitte September. Ich glaube nicht. Absolut. Absolut. Slay, let's shoot. Gucken, fahr's raus mit euch. Nein. Sag mal, Rie. Warte mal. Es geht, Bro. Junge, mach mal die Gruppenphase raus? Waren sie? Sie waren Gruppenphase raus. Aber Ali, absolute Maschine. Der ist gigantisch. Das ist ein Monster. Der hat Oberschenkel. Das sieht aus, das sieht falsch aus. Als hätte der, also alles anders irgendwie. Die Muskeln waren so groß über sein Bein. Das sah nicht mehr aus wie von einem Menschen. Das hatte irgendwie so von einem Rind, Alter. Das war eine richtig, der hatte Beine, die waren so groß wie mein Oberkörper. Ganz cool. Der Muskel ging so über sein Knie gefühlt, wenn er das durchgestreckt hat. Das war zu, also keine Ahnung. Wer hat auch erstes Spiel bis verkacken sollen? Wir gewinnen. Ich mach 3 Tore. Oder bitte, hör auf, so nah zu filmen. Ey, was habt ihr bestellt zu trinken? Was hast du bestellt? Ich bin gespannt. Cocktail. Gut, ich auch.
Der war fantastisch auf der Aftershow-Party. Geile Stimmung, krass. Props gehen raus von mir. Mojito. Ikenna, was geht? Vila aka Sensi, mein Trio-Mate mit Timmel. Darf man nicht leaken? Yes! Wollte ich Nehmen wir uns ja. Auch bei der Afterparty vielleicht, ja? Er nennt es immer Afterparty, das finde ich klingt ganz beschissen. Aftershow-Party geht klar, aber Afterparty finde ich doof. Afterparty klingt so scheiße. Wir haben mich angesprochen. So, wir wollen jetzt essen. Die Hälfte ist immer noch da drin. Hier sind 1000 Abonnenten noch. Bibi! Das ist Bibi, Leute! Hier ist übrigens mein Team. Rort, Abu. Ich höre gerade von Marcel. Die Hand ist kaputt. Deine Hand ist kaputt. Ich brauche Marcel. Ja, geh mal aus dem Bruder. Du, ich bin richtig genervt von dir. Genau. Und wir haben da noch ein verspätetes Geburtstagskind. Hallo. Ah, Marcel, tolles Gute Nacht, wirklich. Hallo. Der ist so sauer. Leute, Ahmed hat eine neue Story, erzähl mal. Digga, ich war in meinem Zimmer mit Amano, ja? Wir haben unsere Dinger gemacht und wir waren fertig, ja, ja. Auf einmal, da war so ein kleiner Ball von Vitabelt. Mm-hmm. Ich habe meine Handschuhe angezogen. Ich nehme den Ball. Ja, nee. Ich hab die ganze Zeit gegen den Ball. Ich will so halten die ganze Zeit. Ja. Auf einmal, es klopft, Digga. Ja. Ich denke so, ja, okay, ist irgendein Nachbar, ist irgendein Kocher oder so. Mm-hmm. Ich nicht. Auf einmal, es war einfach Edi, Digga. Oha. Hat den Dachschaden, oder? Hat so. Er sagt, hab den Dachschaden, oder so. Ich sag so, Bruder, chill mal, Digga, wer bist du? Also mit dem Fußball und mit dem Ball gegen die Wand werfen ist auch echt bodenlos. Du hast ja, das Hotel war ausgebucht, du hast hundertprozentig einen Nachbarn. Sorry. Nein. Was soll das werden? Wie liegen die da? Sie sehen sich voll ähnlich, Bro, von TikTok, Mann. Ey. TikTok, tu doch mal die Kamera jetzt weg, Digga. Ich bin wie's abgefuckt. Ganze Fans in der Lobby, Digga. Von da ich nach Hause. Omid, wir spielen jetzt ein Spiel. Okay. Der verliert. Wie jetzt keiner mehr in der Lobby chillen kann, weil da zu viele Zuschauer waren. Jeder muss aus seinem Zimmer chillen, Alter. Du musst den Gewinn einblasen, okay? Okay. Du sagst jetzt ein Wort und okay. Ich muss dann auf das Wort was rein. Okay. Fang an. Taschenlampe. Badezimmer. Wie macht er das jetzt, Digga? Boah, ist das unangenehm, das ist krass unangenehm. Warum macht er das auch so unangenehm? Ey, das macht es irgendwie noch doppelt unangenehmer. Warum macht er irgendwelche, Gang-Signs danach, oder was? Was macht er da? Wie macht er das jetzt, Digga? Und Phoebe sagt nicht das. Oh, ist das, oh nee, Alter. So unangenehm. Ey, das kommt mit dem Club. Wir wurden abgeholt, ne? Ich bin so im Auto, vorne sitzen Medio und Noisy, hinten ich und Monte. Wir sind 2 Minuten gefahren, nicht mal um die Ecke. Monte so, nee, Digga, boah, ich muss hier gar nicht raus, Digga. Boah, nee, Alter, mein Magen, Alter. Dann, Digga, wir fahren nochmal 2 Minuten. Also, nee, rechts ran, Digga, nicht mehr. Er steigt aus, er geht so hoch in den Wald, klettert. Geklettert? Na, also, er ist so hochgegangen, ne? Dann ist so ein scheiß Wald. Dann, 5-6 Minuten später, kommt sie zurück. Ich denk mir, was ist los? Also, boah, Digga, ich hab mich so erleichtert. Ich sag, hä? So, wie hast du dich abgerichtet? Er sagt so, ja, mein Unterhemd, Digga, 5 Euro. Dein Unterhemd, hä? Wir waren eine Stunde unterwegs. Das ist der Applaus. So, wir gehen jetzt schlafen. Morgen Match der Jungs. Max ist verwirrt, ey, Digga. Wenn sowas im Club läuft, bin ich ja so raus. Was für ein Scheiß. Ist langsam da? Ne, wir sind jetzt da. Und das sieht so wuselig aus. Können die durchgucken? Nein, können sie nicht. Aha, die wissen nicht. Aha. Wie die gucken? Ort hat gerade wieder gefuttert. Ich hoffe, was Gesundes. Eine Banane, 41. Gut. Wo ist die Kabine? Ich will mich umziehen. Ich werde schon in Spielkleidung rumlaufen. Wir machen uns warm. Ja, Bossio, ess mal noch. Oh yes. Und da sind wir. Im Hexenkessel. Ja, Timo, da bist du doch. Na, Vitabelt, großer. Digga, guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Mein Team, Jungs, mein Team. Die machen sich jetzt schon warm, Digga. Guck mal dein Team jetzt an. Ja, guck mal meine Socken an. Guck mal mein Team. Mein Team. Guck mal meine Socken an. Ja, passt. Oh mein Gott. Mein Team, das ist das einzige Team mit dem Ball hier. Genau. Doch, hier, Rohr hat auch einen Ball im Fuß. Rohr hat auch einen Ball. Ich will mal kurz runterschränken. Rohr, das ist mir, mein Team. Hier, Rohr.
Gut, gut, 4, 5, 6. Ja, er ist schon mehr als letztes Mal. Team Sydney in Rosa. Oh, Eli ist gegenüber von uns. Och nee. Digga, ich muss so kacken. Das war auch frech. Wir hatten zwei Teams. Eine Umkleide, ein Klo. Das heißt, 14 Typen, die den ganzen Tag in der Arena chillen, eine Toilette. Das war echt nicht witzig. Und alle waren da essen. Nee, Rort hat 6 geschafft. Den Typen kannst du kicken, aber der Rasen ist gar nicht so tief, ne? Nee. Tom, Latte drüben, zeig's mir. Das war ein Schlachtfeld. Zit hat da so gekackt, also jeder hat da überall gekackt. Das war, die haben so krass viel gekackt da. Das ist der Wahnsinn gewesen, was für eine Scheiße. So zeig's mir. Es hat nie nicht gestunken, das war nicht gut. Hey, ich hab deinen Kopf gekommen. Du wolltest Elis Freundin abschießen, ne? Nein. Melina, alles okay? Sag mir eine Zahl, wie oft du fallen sollst. Mach 7. Du hast davor 6 gemacht. Yes, Alter! Genau so, so sehr. Sauber. Ne. Gut. Nee. Schwer. Nimm mal solche Bälle an. So tolle Bälle. Annehmen einfach. Oh. Ich muss gerade meine Teammates testen. Sieht nicht so gut aus, leider. Rod, nimm ihn Volley. Ja! Rod, drüben ins Tor, hoch. Ja! Wie oh. Können wir? Wie geht's dir? Alles gut wieder? Ja, bei dir? Die ersten Fans sind jetzt da. Langsam. Es wird so schlimm, sage ich später. Unser Torwart ist da. Ich hoffe, Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, das habe ich noch nicht erlebt. Die Leute haben immer geschrien und wollen Fotos. Ich bin immer hingegangen, wollte Fotos machen. Und ich weiß immer wieder, wenn ihr nicht drängelt. Ich kann Fotos machen, wenn ihr nicht drängelt. Ich gehe da hin, alle drängeln von hinten. Irgendeiner schubst ein Kind über die Reihe, das fällt da hin. Es wurde übertrieben gedrängelt, es mussten Personenschützer kommen, mussten die wieder wegmachen. Sag ich so, Digga, seid ihr dumm? 10 Minuten später gehe ich wieder hin, will ein Foto machen. Ich schreie ganz laut in die Menge, wir können Fotos machen, wenn ihr nicht drängelt. Ich stelle mich da hin zu den Fotos machen. Die Leute drängeln wie Sau. Security kommen wieder, drücken die wieder zurück. Die Kinder werden gequetscht, keiner kann ein Foto machen. Geht auf die andere Seite, sagt, ey, wir können Fotos machen, wenn ihr nicht drängelt. Die Leute kommen, drängeln wie Sau. Ich kann es nicht fassen. Das wurde nicht geschafft. Alles Kinder, waren nicht nur Kinder. Wie soll es passen dir? Wie soll es da reinkommen? Dauert auch, zieh rüber. Das soll. Die sollen so sein wie eine Socke. Hilf mal mit der anderen Hand. Ja, was hast du für ein Fett? Ich mach schon, ich mal. Es fühlt sich an, als ob das ein Anus ist. Digga, nee, das passt nicht. Leute, guck mal, wer da ist. Krongrud. Was geht draußen ab? Nee, boah, zu weit viele Leute? Ich schwör, Bro. Warum geht die Betriebe? Sieh guck mal. 500 Meter. Ich weiß, ich 500 Meter Schlange, Bro. Viel Spaß. Okay. Spielst du? Ja. Du warst hier, okay? Erstes Spiel. Es war so laut gerade. Monte. Monte 1. Das ist aber ein Kenner. Ich habe Ivo. Koray. Noah Brut. Kalle, gib ihn Arschbuch, ich sag, ich war das. Mach meine Hand hin. Mach du. Ich glaube, wir würden uns gerade warm machen, unser Team. Die machen hier alles kurz. Micky! Mit allen Spielern davor, Alter, das war so geladen, die Stimmung, wir hatten so Bock alle. Es ist 15 Uhr, auf ein gutes Turnier, Jungs. Auf ein gutes Turnier. Wir laufen gleich alle ein, es ist 15 Uhr, es geht jetzt los. Gute Monte, mach die Lunge frei, alles gut. Ja. Loslegen, Freunde, der zweite Eliminator da. Hallo, ihr habt auch gerne Sydney war so krass. Links nach rechts. Jeder, der schon mal auf dem Kleinfeld gezockt hat, weiß, wie heftig es ist, wie schwer es ist, die Linie zu finden. Timo. Sydney spielt nochmal lieber. Richtige Entscheidung und Eli ist da. Bande ist so stark, wirklich. Absicht. Sichert mal ab. Monte mit einer überirdischen Parade gegen Robo.
Guck mal, du kannst die besten Tricks der Welt machen, das bringt dir nichts, wenn du keinen Antritt hast. Also wirklich, du kannst eine Ballkontrolle haben, die brutal ist, aber wenn du nach dem Trick nicht loslaufen kannst, ist, dann war's das. Das ist nichts verloren. Sidney ist einer, der sucht das 1 gegen 1. Und dann hat er noch die Übersicht. Sehr viele Sidney-Szenen. Ich habe auch einen Vlog. Ich hoffe, das hat geklappt, dass da ganz viele Szenen von mir drin sind. Fand ich auch krass, dass Abogoku und Rohat mitgespielt haben. Mir wurde ja gesagt, dass ich dachte, das ist so ein Influencer-Kick am Arsch. Das war kein Influencer-Kick. Da waren ja so viele Leute aus der Oberliga. Da war Futsal Nationalspieler, er hat ein Länderspiel in Norwegen sausen lassen. Da sind irgendwelche Bundesliga U19 ehemalige Spieler. Da sind nur Oberligaspieler, da sind Ex-Profis. Das war so ein hohes Niveau. Miki hat sich fast nicht mehr eingewechselt. Rohat und Abogoku haben auch wenig gespielt. Da ist jeder untergegangen. Monte hat sich da 0,10 Dinger gefangen im Tor. Das Niveau war brutal. Das waren wirklich krass gute... Ja, wie bei den Twitch Rivals. Genau. Quasi wie bei Twitch Rivals. Ja. Das war krass. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und die waren... Also das Event war geil. 10 von 10. Alles war geil. Es war alles wirklich geil. Wirklich. Es war ein richtig, richtig geiles Event. Aber das Spiel geht los. Keiner lacht. Die haben gefoult. Die sind in die Zweikämpfe gegangen. Die schießen ein Tor. Keiner jubelt. Sie gewinnen ein Spiel. Keiner jubelt. Das war so ein... Vor dem Spiel haben alle gelacht und alle waren cool. Und auf dem Spiel, keiner redet, keiner lacht, keiner freut sich. Das war so ernst. Das habe ich nicht verstanden, warum das so war. Da waren auch so Leute, die ultra gut waren. Und die waren so ernst. Das war zu heavy. Da hätte man vorher nochmal eine Rede halten können, dass das ein bisschen auflockert. Aber da alle meinten, das war beim ersten Cup auch schon so. Jeder will gewinnen. Ja, jeder will gewinnen, aber für was für einen Preis? Du willst doch da auch nicht der Assi sein, der da jemanden hinten von taktisch wegfault und dann Zeitspiel macht und sowas. Ist ein ernstes Turnier. Kann man auch machen. Dein Bruder war gut und lustig. Ja, genau. Ja. Es kam auch dann Adi Toro, der hat auch dann noch viel gelacht. Also klar, man kann sein Bestes geben, aber wenn man ein Tor macht, kann man sich mal kurz freuen. Kommunikation ist anders. Dieser Haaland war auch funny. Ja, der weiße Achter, ne? Ja. Klare Sache hier, wenn das Spiel. Es sei denn, es geschieht noch ein ganz großes Fußballwunder. Ja, ganz schönes Ding von Lefty. So gut von Abu, so gut. Ich finde den Platz ziemlich klein für die Anzahl der Spieler. Da war 4 gegen 4 im Feld. Oh. Ja. 6-2 gewinnt ihn das erste Game. Sidney denkt auch, er wäre gut. Ja, aber er ist auch sehr gut. Das Spiel ist vorbei. Wir haben 6-2 verloren. Bin aber zufrieden mit meinem Team. Die haben einen guten Job gemacht. Eli, ich bin von allen. Alle waren stabil, Bond auch. Alle waren gut. Eli Team ist halt gut eingespielt, Titelverteidiger, man hat es gesehen. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Hauptsache wir haben Spaß und gucken Phase raus. Nächstes Spiel ist gegen Trimax oder Amar. Ich weiß gar nicht. Wird auch nochmal richtig schwer. Amars Team ist was machbar, sag ich ehrlich, da geht vielleicht mal ein Win. Wir sind jetzt hier, ich und Robby, wir kommentieren jetzt. Und das Coole ist, die Halle hört uns, das bringt hier ein bisschen Stimmung rein. Das sind wir. Mein Team war sehr gut. Ich war der schlechteste Spieler aus meinem Team. Alle konnten kicken.
wir hatten jetzt keinen Ultra-Profi, der so auf Sid oder auf Alis Niveau oder der Futsal-Nationalspieler, den hatten wir nicht. Aber es waren alle gut. Es waren alle gut, aber die Team-Synergy war irgendwie nicht da. Da waren viele auch gegenseitig sauer auf sich irgendwie. Und ich war der Team-Captain und musste das zusammenhalten. Pannewitz war sehr gut, ja. Tom war auch sehr, sehr gut. Pannewitz, ja. Stimmt. Aber beim 4 gegen 4 ist es auch wichtig, das haben wir gemerkt, wenn ich und Panne gespielt haben, wenn wir beide vorne waren, ist es wahnsinnig wichtig, dass die zwei Stürmer auch mit zurückkommen und verteidigen. Und das haben Pannewitz und ich. Er war auch viel hinten, aber wenn wir beide gespielt haben, der schnelle Antritt zurück und da den Gegner stören. Ja. Panne war sauer. Ja, es waren einige sauer. Er hat auch noch Knieprobleme, genau. Er hatte aber schon 20 Kilo so abgenommen, ne? Der kommt wieder in Form, das ist krass. Aber da waren, die Team-Synergy war nicht gut. Die haben auch gefühlt, nachdem wir rausgeflogen sind, haben die nicht miteinander geredet. So. Ja. Alter. Das war gut. Zack, direkt Ball bekommen, verwandelt. Das muss ich machen. Monte-Tor schießen auch immer doppelt geil. Schnell ausgeführter Einwurf, beziehungsweise eingestoßen. Kamera war gar nicht drauf. Direkt rüber, gelupft durch die Mitte. Pannewitz schießt direkt, Tor, Vorlage. Das war eine 100%ige, den muss ich machen. Der ist so gut. Stark. Sehr gut. Die haben zu wenig verteidigt. Verteidigung ist das A und O. Der war so sick, ne? Dieses Tor war so sick. Ich weiß gar nicht, was es ist. Er dreht sich einmal komplett, bevor er den Rabona macht. Er kriegt den Ball, dreht sich und macht aus der Drehung den Rabona in Latte Tor. What the fuck? Wir haben das Ding 9-3 gewonnen. 9-3 gegen Team Sid. 9-3. Das war das torreichste Spiel. Ey, Digga, du warst ja so gut, Digga. Bruder, was soll ich gegen Ex-Profis machen? Es ist unmöglich, die verteidigen. Wenn man keine Ahnung hat, zu verteidigen. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wir haben das erste Spiel verloren gegen Amar. Da waren wir noch nicht eingespielt. Ganz ärgerlich. 3-2 verloren. Habt ihr das Spiel gesehen? Ich konnte es nicht fassen, dass wir das. Also richtig dumm. Wir haben verloren gegen Amar. Wir waren schon raus. Marc hat mich schon abmoderiert. Ja, schade, ihr wart hier mit Favoriten, aber ihr seid in der Gruppenphase raus. Fertig. Sydneys Team hat auch nichts gewonnen. 0 Punkte hatten die, alles verloren. Aber wenn sie gegen Amar gewinnen, dann kommen wir noch weiter. Ich habe Sydney vorher gesagt, 50 Subgifts, wenn er das Ding gewinnt. Er hat nur gelacht. Und dann hatte der Typ das Spiel seines Lebens, Alter. Ist er gerade live? Kann ich sie schon giften? Nee, ist er noch nicht. Mach ich das, wenn er live ist. Das ist irgendwie witzig. Der ist so ultra gut auf die Hüfte gefallen. Ich habe mir dabei so doll das Schlüsselbein gebrochen. Aber er ist so super gut auf die Hüfte gefallen. Sydney kämpft. Jetzt lang auf, ey, mach doch den Weg! Er war Ringer. Ah, stimmt, er war ja Ringer. Stimmt, da kann man das. Rolltechnik, gut abgerollt. Ja, normal, stimmt, er ist Kampfsportler, Ringer. Stimmt, da war das. Komm. So gut, ne?
Das ist krass, wenn du so, du hast den Ball am Fuß, kannst den Kopf hochnehmen, guckst, wo ist der Verteidiger, wo ist der Torwart und kannst dann so platzierten Schuss bringen. Und das machst du innerhalb von einer Sekunde. Das ist so gut. Das ist so gut einfach. Schieß bitte. Du gewinnst das Safe. Du gewinnst das Safe. Nächstes Tor von Sid. Ich bin stolz auf ihn. Ich bin stolz auf die Leute. Das ist halt das Schwierige bei Sydney im Team ist, oder hätten die einen vierten, der wirklich noch einigermaßen gut ist. Ich schwöre, die... Das ist ja dann total, weißt du? Der ist schon echt geil. Das Ding ist, gerade letztes Gruppenspiel bin ich schon draußen. Aber Team Trimax kommt weiter, wenn wir gewinnen. Und am Rad weiter, wenn die gewinnen. Deswegen müssen wir kämpfen. Guck's jetzt mal an! Erster Ballkontakt. Voll drin. Aber auch so platziert. Der ist voll drin! Ich schwöre, das ist ein Tor! So gut. Okay. Der hat so eine geile Ballkontrolle. Digga, so spannend. Wir haben so mitgefiebert. Wir haben so mitgefiebert. Oh, Digga, das ist so krank. Was macht der da? Der hat den gefühlt schon zweimal verloren und zieht ihn wieder immer ran. Hä? Wieso hat, guck mal, wie hat er den noch? Zieht einfach weg vom Fuß. Geht da lang, dreht. In den Winkel an die Innenlatte. Was? Das war in der letzten Sekunde. Es stand 4-4. Ah, da hat er noch hochgenommen. Ah, das war doch die letzte Sekunde. Ich glaube, die nächste Szene. Abu, Spiel ab! Abu, schalt um! Was hast du für lange Beine, Digga? Ja, ich höre das doch unfair, Mann. Ey, Sid ist der Allergeilste. Ich fass nicht. Wir waren safe raus. Marc hat mich ausgelacht. Ihr seid raus. Ja, Sidney muss gegen Amar gewinnen. Ich sag Sid, 50 Subkits, wenn ihr das... Da war ich heiser. Ich hab so geschrien von der Seite. Ich hab so geschrien von der Seite. Danach war ich heiser. Den gewinnst. Der macht 5 Buden, 5-4, gewonnen. Also wir sind weiter durch die, wie geil. Und wir haben gegen die 9-3 gewonnen. Einfach heiser danach. Das Spiel hat mich heiser gemacht einfach. Das war auch so laut da drinne. Wenn du mit jemandem reden möchtest, der 5 Meter neben dir ist, musst du so schreien, dass die Stimme weg ist. What the fuck, was geht ab? Und dann will ich wirklich jetzt nochmal einen Riesenapplaus. Der hat sich die 50 Subgift so earned. Sehr gut, Torwart ausgeguckt. Ah, macht mein Bruder einfach ein Tor. Es wurde gesagt, bester Spieler Sydney, der hat einen Pokal bekommen. Das stimmt, aber es wurde gesagt, bester Spieler und Torschützenkönig. Und das war falsch. Mein Bruder. Sydney hatte 7 Tore, mein Bruder irgendwie mit 11 Meter 12 oder 11. Macht das super, macht das super. Der muss. Ohne 11 Meter, selbst dann waren es 10 oder 9. Auf jeden Fall mehr als 7. Er hat 2-mal Hattrick, das waren schon 6, dann hat er nochmal 2, 8. Ja, Digga, der hat wirklich 10 Tore gemacht ohne die Elfmeter. Ohne die Elfmeter. Mit der 12 haben sie gewonnen. Dein Bruder war krank, ich fand ihn gar nicht so gut und er sich selber auch nicht. Sein Team war der Wahnsinn. Der hat wirklich 10 Dinger gemacht, gefühlt, wo er nur das Ding, oder 7 Tore, wo er den Pass bekommen hat und er muss ihn nur reinschieben. Er stand immer richtig, ja, ja. Alle waren für Team Visca Barca und keiner war für Team Mickey. Und dann ist Aditore noch eingesprungen, weil sich einer verletzt hat, Jeffrey. Und dann schießt Aditore, kommt einfach ins Finale wie random und schießt dann den alles entscheidenden Elfmeter. Ja,
Er war stinksauer, weil er im Deutschland-Trikot spielen musste. Das bockt als Schweizer gar nicht. Er war Deutschland-Trikot als Schweizer. Stell dir vor, ich bin auf einem Event irgendwie in Österreich oder so und muss dann auf einmal im Finale in Österreich-Trikot tragen. Also cool, cool, so kann man machen, aber weißt du? Oder ein Schweiz-Trikot. Daneben. Und damit gewinnt Team Wiesgabasa. Das ist das Geilste. Erstens, dass Miki nicht gewonnen hat. Und das Allerbeste fand ich, dass der zweite Platz einfach zweiter Platz silberne Medaillen bekommt. Dass Miki, der ewige Zweite, mit einer silbernen Medaille nach Hause fährt, das war so schön. Der hat die auch gar nicht getragen, der hat die sofort weggelegt. Der hatte gar keinen Bock auf zweiter Platz Medaille. Ich wurde besser Spieler und besser Torschützkönig. Toll. Nee, das ist aber auch schön. Er sagt, ich brauche Champions League Man of the Match Ball. Ja, bei mir schwierig. Bei mir ist es nur der illegale Cup. Besser, ey. Ist viel besser. Ah, ja, geht, ne? Das war krass. Da gab es alle Getränke, die es gab, und es war ein Buffet aufgebaut, weil die Bar war noch nicht offen. Es gab keine Bar und es gab kein Bier. Es sei denn, du fragst die Servicekräfte nach Bier. Wir haben 3 Servicekräfte gleichzeitig in Auftrag gegeben. Die haben das tablettweise gebracht. Das war krass. Das war krass. Hast du ein Schlückchen für mich? Okay. Aber auch deshalb ist Sydney auch verdient der Spieler des Turniers. Max hat gerade einfach die beiden Becher geäxt, Digga. Mach mal. Das hat gar nicht gestimmt, das sagt er einfach. Der bartlose Mann. Das hasst er schon, wenn ich seinen Bart immer anfasse, aber wenn ich sein. Sein fülliges Kinn mir greife, das mag der gar nicht. Das mag Miki gar nicht. Also falls ihr irgendwie mal auch Miki so seht in der Öffentlichkeit oder sowas, greift den einfach mal direkt ans Kinn. Das ist so cool, immer mit allen zusammen zu chillen. Diese Aftershow-Partys, wo alle zusammenkommen, alle Streamer, das ist so nice einfach, wirklich. Auch nach einem Box-Event, nach einem Illegella Special 1 Million auf Malle, das ist schon geil. Nach dem Knossi-Event. Das läuft wieder! Ernest, April, Nummer 6. Nummer 6. Ernest. Jetzt ist die Halle wieder leer, Leute. Jetzt ist sie wieder leer. Was würdest du sagen? Leipzig hat gewonnen. War gestern, Bro. War gestern. Die haben gewonnen. Ernest! 3-0? Das macht zwar höllen viele Klicks, aber das macht irgendwie jeder. Ich mag das, ich weiß nicht, was das ist. Ist ein Easy. Max! Sit moin! Was geht, Alter? Das Freiwillig! Willi, das Freiwillig! Geiler Aftershow-Party! Warum sollen wir dich nicht? Aber der war ja komplett heiser. Was war da denn los? Könnt ihr ruhig? Bist du happy? Was du happy? Ich bin sehr happy. Wer sind unsere Konkurrenten? Cheers! Ja, Max, da bist du wieder auf Band. Ja, du bleibst auch nicht. Also wir haben alle böse einen in der Rüstung, aber für den Vlog versucht man sich das nicht anmerken zu lassen. Und betrunkene Leute, die so tun, als wären sie nüchtern, ich versuche mich hier so zusammenzureißen. Ich war da schon so auf Sendung einfach. Ich sag gar nichts, ich rede gar nicht, ich mach meinen Mund gar nicht auf. Einfach nichts sagen ist gut. Ja, du bleibst auch nicht verschont. Wo ist dein Glas? Ich habe ein erneutes Geschenk erhalten. Junge, was ist das? Das Hook und Lightning. Ist das Bettdecke? Bettwäsche? Ihr wisst selber, ich werde den rocken. Aber wasch ihn nicht, ihr Klaus. Robby, so geil, der hat einfach Geburtstag. Wie geil, bitte. Der hat da reingefeiert quasi. Ja, da ist es. 50er Bombe für Sydney. Hype-Train Level 5, 740%. Achso, hat Trimax 50 Gifts abgegiftet, wo ich nicht da war? Ich war nicht da. Er war doch da, es ist doch jetzt. Oh, lol. Er ist doch da. Ja, wieso sehe ich das nicht? Achso, ich kann es ja hier gucken. Ja, Max, danke dir für 50 Gift-Subs.
Vielen, vielen Dank. Ehre, Mann. Ich habe alles gegeben, mein Freund. Max, dankeschön. Ich dachte, das wäre nur Gelaber. Jeder aus dem Team hat mir irgendwie gesagt, du kriegst 10 Subs, wenn du gewinnst, kriegst 50 Subs, wenn du gewinnst. Hat mir, wir müssen eigentlich doch ein paar. Tom, danke fürs Zeiten. Max, dankeschön, dass du deine Worte hältst. Dass du es überhaupt machst. Komm. Hä, war doch klar, hä? Die lösen irgendwie alle ihre Wetten nicht ein immer. Das ist schon normal, dass man das einfach sagt, yo, 10 Subs, wenn du das machst. Dann machst du das, kriegst du keine. Aber Robby, geil, er hatte einfach fucking Geburtstag. Wie geil. Wie geil. Wir waren so 22.30 Uhr oder so fertig und um 0 Uhr hatte er einfach Geburtstag. Ey, das ist ein Drink. Ja, lügt nicht. Der macht von mir, vorhin macht er so, ey, ich bin jetzt 18, ich trinke harten Alkohol. Dann komm, wir trinken 2 Shots. Wer hat den Shot nicht getrunken? Guckt euch Reason an. Eidos, wo ist dein Drink? Ich warte. Jedes Mal. Reason. Reason ist bei Fokus, ne? War auch nur eine Frage der Zeit. Finde ich geil. Guck mal, guck ihn an. Guck ihn an. Ein wildes Omen. Versucht wieder sein Bestes. Ich kenne keinen Song. Wo bist du? Warum filmt der das? Warum filmt das mit dem Vlog rein? Hast du ein Zelt? Ja, wir sind Zimmer. Was? Wir sind Zimmer. Wer? Wir waren Kiosk und sind die Zimmer. Wer? Eins gegen eins oder zwei gegen zwei oder drei gegen fünf? Eins gegen eins, aber es ist vier das Kurs. Wie viel? Ja, es ist nicht eins gegen eins. Doch, es ist eins gegen eins. Ja, ich eins. Nein, Musti und ich? Musti hat neben mir Zimmer. Du gegen Musti? Nein, Musti hat neben mir Zimmer. In der Mitte, man kann Tür öffnen. Ja, zeig uns. So, ja, Jungs. Ich finde, das war gut. Ja, wir gucken jetzt, was Omid macht. Willi und ich küssen uns, wenn Eidos und Lee sich küssen. Da haben wir uns abgeknutscht und dann hat Eidos das Mädchen geknutscht. War geil. Das ist so circa 4 Leute hier. Okay, 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 okay. Das war Kurs Nummer 2. Ich und Willi lecken euch. Was für ein Scheiß, Alter. Was passiert da? Warum ist alles im Vlog mit drin? Drum, Leute. So, es ist jetzt 6.45 Uhr, was hier im Hotel abgeht. Kann man keinen erzählen. Es bleibt unter uns. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vlog. Ich hoffe, waren coole Aufnahmen dabei. Nochmal echt Dankeschön für das krasse Event. Danke an alle, die am Start waren. Danke natürlich. Sehr geiler Vlog. Sehr geiler Vlog. Leute, gestern übrigens sind durchs Zimmer gestreift und Eidos lag halt im Bett. Begleitung. Aber es hat nichts passiert. Ich und Willi haben eine Starthilfe gegeben und es ging so weit, dass wir Eidos die Hosen auch gezurückt haben. Und trotzdem hat er nichts hinbekommen. Das ist schon ein geiles Thumbnail direkt hier wieder. Zweiter Platz beim Eli Cup. Und Mickey, Alter, was für ein Scheißfoto. Was für ein Scheißfoto, wirklich.